Herzlich willkommen zurück zu Fallout mit Arezu. Ich bin Arezu und wir sind im Krieg gegen die Khans. Zwei gegen alle. Zum Glück macht ihr einen ziemlich guten Job. Wir können, glaube ich... Okay, wir können gerade aus dem Kampf raus. Wir haben hier noch einen Haufen Gegner übrig. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir tragen können. Wir plündern die Plünderer aus. Du kannst... Okay, ich kann es nicht aufheben, weil die Tragekapazität erreicht wurde. Ich würde ganz gerne aber noch Wurfmesser mitnehmen, deswegen... werden wir eine der Lederrüstungen hier lassen, schätze ich. Warte, Moment, hier, wir packen das weg, dann reicht das wahrscheinlich, ne? Okay, vielleicht noch das Messer? Gut, den Speer noch? Gut, war zu vermuten. Ich weiß auch nicht, ob das hier bleibt, wenn wir rausgehen. Oh, was ist das? Mentats. Ich weiß nicht, was das ist, wir nehmen es mit. Drogen, gut. Munition, sehr viel Munition. Oh, ich kann nur drei davon mitnehmen gerade. Ich muss wieder mehr Raum machen. Wir werfen eine der Lederrüstungen weg. Oh, Moment mal. Oh, nee, ich hab doch alles an... Okay, ich hab alles an Dings da mitgenommen. Gut. Dann nehmen wir noch die Pistole mit. Ich denke, Pistolen lassen sich wahrscheinlich ganz gut verkaufen und ich weiß nicht, ob meine irgendwann kaputt geht. So, jetzt schauen wir uns an, was die Mentats sind. Präparat für Steigerung der Gehirnfunktion und Beschleunigung anderer mentaler Vorgänge. Kann Abhängigkeit hervorrufen. Okay, wisst ihr was? Wir nehmen mal eins von diesen Buff-Outs. Hochmoderne Steroidpräparat für mehr Kraft und schnellere Reflexe. Kann starke Abhängigkeit hervorrufen. Denn ich denke, das ist für den Kampf gar nicht schlecht. Wir sollten nicht zu viele davon nehmen, wahrscheinlich. Du hältst drei Ausdauer. Okay. Der Kampf hat wieder begonnen. Gehen wir mal zu dieser Person hier. Was haben wir denn hier? Eine Desert Eagle. Wir nehmen die Munition. Wir nehmen natürlich auch die Decke. Wir nehmen die Desert Eagle. Die Rüstung lassen wir da. Sei denn, das ist eine besondere. Ne, ist auch eine Lederrüstung. Ich habe nicht genug Aktionspunkte für das Inventar. Okay. So, das kostet vier Aktionspunkte immer. So, wir haben die Desert Eagle. Alte Pistole vom Typ Desert Eagle 44 Magnum, Kaliber 44, ne? Durch ihren Einsatz in Filmen des späten 20. Jahrhunderts wurde sie zur beliebtesten Handfeuerwaffe. Mindeststärke 4. Habe ich Stärke 4? 4, 4 bis 8, 4,8? 4 Achtel ist Schuss. Okay, 4 bis 8 Schussschaden vielleicht. Munition 44 JHP, Gewicht 5 Pfund. Dagegen haben wir das hier. Mindeststärke 3. 12 von 12 Schuss. Oh, Moment. Das 4. Moment, die. Moment, das, was wir hier hatten. Hier 4 von 8 Schuss bedeutet, 4 sind gerade schon abgeschossen. 4 sind noch im Magazin. Okay. Mindeststärke 4. Bedeutet Mindeststärke nicht, wie viel wir brauchen, um es zu tragen, sondern wie viel sie mindestens macht an Schaden? Könnte sein. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir ein bisschen Variabilität dort haben mit der Munition. Ne? Wir haben nämlich ein bisschen 44er Munition, die wir vorher nicht nutzen konnten. Okay, gehen wir ein bisschen näher zu den Leuten ran. Hallo. Sehr gut. Ja, wir hatten da ja vorher schon gekämpft.
Ja, okay, das ist nicht die beste Verwendung meiner Munition wahrscheinlich. Ein Trefferpunkt, nur 5 Trefferpunkte. Daneben, sehr gut. Und wir sollten noch genug für zwei Schläge haben. Und haben beide Male nicht getroffen. Okay, Ian musste nachladen. Sie rennt weg. Gut. Werfen braucht 6 AP. Einen Schritt kann ich noch machen. Daneben getroffen, okay. Moment, verlässt sie das Gebiet? Wir laufen die 5 Schritte. Okay, sie verlässt nicht das Gebiet. Aber es kann sein, dass es versucht hat. Okay, wir heben den Speer auf. Auch mit der etwas niedrigeren Auflösung ist es immer noch nicht so leicht. So. Okay, wir packen den. Oh ne, der Speer ist wieder direkt dort. Okay. Beim letzten Mal musste ich das noch ausrüsten, aber ich glaube, beim letzten Mal war ich noch im Kampf. So, Diana, einen Haufen Munition haben wir hier. Da haben wir noch eine Rüstung, ebenfalls eine Lederrüstung. Okay, noch eine Desert Eagle. Noch ein paar Dingstasse. Gut, und wir nehmen auch die Wurfmesser mit. Gut. Ich denke, die Waffen kann man auch gut verkaufen, wahrscheinlich. Hoppala, da habe ich gegen das Mikro gestoßen. Tut mir leid. So. Drin im Haus haben wir noch einen Haufen anderer Gegner. Wer in der letzten Folge nicht da war, wir haben. Wenn du keinen Ärger willst, steck das besser weg. Ich habe schon einen Haufen deiner Kameraden getötet. Ich glaube, ich will Ärger. Zwei Treffer, sehr schön. Ja, die haben da drin ein paar misshandelte Frauen und die würde ich ganz gerne retten. Wir sind denen in diesem Spielstand jetzt noch nicht begegnet, weil. Ach, verdammt, ich bin ein Stück zu weit gegangen. Weil ich neu laden musste. 8 Trefferpunkte, sehr schön. Hier, dein Job. Rechtes Bein wurde getroffen, okay. Und er rennt weg. Dagegen habe ich jetzt nicht so viel. Wir haben ein paar Drogen genommen, um es hier besser klarzukommen. Oh, verdammt, ist das der Anführer? Ian, warum läufst du dem hinterher? Oh Gott. Das könnte ein Problem werden. Vor dir ist Guy, der Anführer der Raider. Hallo, Guy. Okay, 6 Trefferpunkte kritisch. Au! Raider wurde für 5 Trefferpunkte getroffen und ist tot. Okay. Das Problem ist. Jetzt ist Ian da ganz alleine mit einem Haufen anderer Leute drin. Okay, kein Problem. Zweimal daneben getroffen. Aua. Gwen hat daneben getroffen. Gut. Ian, bitte mach einen guten Job da drin. Ich muss mich jetzt erstmal wieder heilen. Das kostet wieder ein paar Aktionspunkte natürlich. Und den Rest der Aktionspunkte benutze ich, um wegzulaufen. Sechs Trefferpunkte, okay. Gwen wurde in den Unterleib getroffen für 5 Punkte, auch okay. Oh Gott, jetzt sind es hier zwei gegen mich.
Ich schieße weiter auf ihn hier, aber ich hoffe nicht wirklich noch da zu treffen. Meine Hoffnung ist eher, so weit wegzukommen, dass er mich nicht mehr trifft. 9 Trefferpunkte, oh Gott. Gwen ist tot, okay. Vader hat daneben getroffen. Ian ist eine Bestie. So, mehr Stims. Und tatsächlich noch mehr Stims. Zumindest steht bei denen nicht, dass sie süchtig machen, ne? So, und noch ein Stück weg. 11 Trefferpunkte, verdammt! Und noch ein Stück weg. Ian, du hast das unter Kontrolle, ne? Frischfleisch. Nee, kein Frischfleisch. Hau ab. Ian musste nachladen. Ian läuft weiter rein. Vader wurde für 12 Trefferpunkte getroffen und ist tot. Ups, Vader wurde anstelle von Ian getroffen. Sehr gut. Ian hat keine Munition mehr für 10mm Pistole. Oh, das wird ein Problem für ihn. Okay, erstmal pumpen wir uns weiter voll mit Stimulantien. Und dann laufen wir hier noch ein Stück weg. Wo läuft Ian lang? Ah ja, hat voll daneben getroffen, okay. Am liebsten würde ich eben zu Ian, weil ich denke, ich könnte ihm Munition geben. Aya wurde für 6 Trefferpunkte kritisch getroffen. Weil sie nicht durch eine Rüstung geschützt ist, wirft es sie zu Boden. Okay. Ian wurde für 1 Trefferpunkt getroffen. Okay. Und wir laufen hier ums Zelt rum. Aya wurde wieder für insgesamt 4 Trefferpunkte getroffen. Ian wurde für 11 Trefferpunkte getroffen. Ian, wir müssen uns koordinieren. Talia wurde für insgesamt 10 Trefferpunkte getroffen. Talia ist die, die von hier kam. Okay, ich gehe rein und hoffe einfach, dass ich auf dem Weg hin nicht von hinten erschossen werde. Talia wurde für 3 Trefferpunkte getroffen. Ian macht die unbewaffnet fertig. Obwohl, nicht unbewaffnet, im Nahkampf macht er sie fertig. Khans Angriff, oh Gott, der ist wahrscheinlich gleich in Schussreichweite. Ian verdient jeden Deckel, den er hier bekommt. Dafür, dass er mit uns zusammenarbeitet. Oh, ich hätte die Tür hinter mir zumachen können, ne? Oh, Ian läuft weg. Okay. Zurückziehen, ja, das denkt sich Ian offenbar auch. Oh ne, Ian. Ah ja, Ian wird dort eingekreist. Okay, nee, das ist nicht gut. Ich denke, die Tür hier zu schließen würde nicht ganz so viel bringen. Tötet diesen Idioten. Oh Gott, tut das nicht. Ich brauche den noch. Ian wurde für 3 Trefferpunkte getroffen, Traja hat daneben getroffen. Die misshandelten Frauen laufen, gut. Ich hoffe, dass, wie heißt er doch, der Anführer sie nicht erschießt, wenn sie da rauskommen. Hallo, ich bin hier, um meinen Freund abzuholen. Also, Freund ist vielleicht zu viel gesagt, aber mein Verbündeten. Ian wurde für 4 Trefferpunkte getroffen. Ian wurde für 9 Trefferpunkte getroffen und ist tot. Ich habe ein Problem.
Okay, wir wechseln wieder auf den Speer. Damit treffe ich mehr. Acht Trefferpunkte, okay. Sieht schwer verletzt aus, das ist gut. Wir gehen ein Stück weg, aber. Aua! Hat Stimpak benutzt, verdammt. Sie ruft um Gnade, okay. Neun Trefferpunkte, nicht annähernd genug. Aua, vier Trefferpunkte. Und daneben getroffen ist gut. Sechs Trefferpunkte, fünf Trefferpunkte. Ich bin hier ein bisschen eingekesselt. Tja. Kann sein, dass wir hier wieder verlieren. Oh, der rennt weg, sehr gut. Daneben getroffen, getroffen, nicht gut. Okay, erst einmal neues Stimpak. Für vier Trefferpunkte getroffen und wir laufen hier weiter, damit der uns nicht so schnell erwischt. Aber der muss nicht nebenbei kämpfen, deswegen hat er eine wesentlich höhere Chance, uns zu erwischen, ne? Aua, drei Trefferpunkte. Okay, insgesamt haben wir 13 Schaden dort gemacht. Oh Gott. Der Anführer hat uns eingeholt. Vaders Wache wurde für 9 Trefferpunkte kritisch getroffen und die Rüstung ist beschädigt. Das ist gut, aber. Aua, 7 Trefferpunkte, nicht gut. Tja. Er sieht verletzt aus, ja, nur leider nicht verletzt genug. 7 Trefferpunkte und er ist unbesiegbar, sagt er. Okay, kann ich hier rein und ein bisschen in Deckung gehen? Ne, ich glaube, die Tür ist hier. Okay. Aua. Sechs Trefferpunkte, nicht schlecht. Wir heilen uns mal wieder. Und noch zwei Schritte weg. Aua. Wie verletzt sieht er aus? Immer noch nur verletzt, nicht schwer verletzt. Er nutzt die Möglichkeit, die Waffe nachzuladen. Das Gute ist, er steht jetzt wesentlich näher dran. Vielleicht habe ich eine höhere Trefferchance. Dass der dort jetzt so näher rangekommen ist, gefällt mir natürlich nicht so. 57% Chance. Okay, wie schwer verletzt siehst du aus? Unverletzt. Ach Gottchen. Elf Trefferpunkte. Okay, mehr Stims bitte. Drei Trefferpunkte, ach Gott. Okay, wir laufen hier hin, hoffen, dass. Okay, nein, er wird. Au.
Okay, er ist in den Nahkampf gegangen. Ich denke, ich bin besser im Nahkampf. Deswegen wechseln wir auf die Waffe, auf den Speer. Au. Ich dachte, er hätte keine Munition mehr. Verdammt. Ich hatte mir schon Chancen ausgerechnet. Okay, kein Problem, Stims. Aktuelle Trefferpunkte, das ist gut. Wir gehen ein Stück raus. Und eine Person ist dort ganz weit weg. Versucht wahrscheinlich tatsächlich zu fliehen. 6 Trefferpunkte. Wie schlimm verletzt sieht er inzwischen aus? Schwer verletzt, sehr gut. Daneben getroffen, nicht so gut. Autsch. 10 Trefferpunkte wieder. Okay, er ist uns nicht hinterhergekommen, deswegen 25% Chance nur. Ach Gott, oh Gott, ich habe mich verklickt. Okay, kein Problem, alles ist gut. Verdammt, bin immer noch zu weit weg. Okay, Zeit für mehr Stims. Aktuelle Trefferpunkte. Ah, wir sind wieder auf vollem Leben. Das hielt nicht lange, aber es hielt eventuell lang genug. Ich krieg keine Art, hat er gesagt. Ich hoffe doch, dass ich seine Hypothese... Oh Gott, oh Gott. Dass sich seine Hypothese als falsch herausstellt. Wieder zweimal daneben. Du wurdest für 15 Treffer... Nicht einmal die Aasfresser sind auf deine verstrahlte Leiche scharf. Okay. Das große Problem war, dass Ian gestorben ist. Und Ian ist gestorben, weil er nicht mehr genug Munition hatte. Das heißt, wir können den ganzen Kampf theoretisch noch einmal machen und diesmal Ian Munition, vorher mit Munition versorgen. Oder wir lassen das mit diesem Kampf. Wir könnten uns versuchen, den Raidern anzuschließen. Ich will die Frauen dort retten. Wir können direkt auf eine Desert Eagle wechseln. Ich denke, das hat uns ein bisschen Kraft dort gekostet. Ich kann mehr Punkte in Nahkampf reinstecken. Wir haben ein paar Optionen. Spielladen. Aber machen wir das jetzt. Ich würde sagen, ich überlege noch kurz, was ich machen möchte. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.